Könnt ihr auch Nummer 2, dann haben wir Begrafenes für Elena Schmidt. Viele von den Kindern kennen Elena Schmidt. Sie sind mit vielen von uns bekannt und verwickelt. Und ich will mir Zeit nehmen, zum Beten für Ernt, aus Familie, aber auch für Ständrecht Zeug, auch für die Bibelschule. Wie aus Zeug weiten Beten, was meint, wenn wir hastig in Lehrer verlieren. Sie haben nicht gut in Lehrer verloren, aber somebody wird so ja dich bias, wie ein Lehrer. Und sie kann als Schmerz heißt Lehrer beides in die Church, auch in die Bibelschule. Und so werden wir in unseren Städten. Und so wird Frau und das Abschluss aus Zeug, wenn wir mit Zeit nehmen für Ernt beten. Das ist nicht ein leichter Tag von der Aufhand, aus Familie, auch für die Zeug. Und so wird verschiedene Dinge, was sie kann. Ziemlich erfuhrer. Wir danken dir, dass du mit uns bist, du bist an uns sieht, sogar wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen können, oder Dinge, die uns schwer sind. Und Herr, wir beten von dir für die Schmerzenfamilie, für Cornelio, wenn sie ihre Mama begraben, Herr, du wirst mit ihnen sein, wirst dir ein Kraft geben. Wir beten auch für die Ständerische Church, auch für die Bibelschule, so sie dann Lehrer ab Bett stehen, und das kommt so dich wie ohne Church, auch ohne Schule. Und so wir leiden an deine Hänge, Herr, um die Frauen, um deinen Kraft und deinen Beistand durch diese Zeit. Und wir danken dir, Herr, dass du was sein. Und wir danken dir im Verrückt, für wo du dort alle was schüttern. Wir beten wir dir nun. Amen. Wir kennen uns an. Wir singen hier in der Kirche für einen Leid, für ihr Sonntag singen wir dort. Und in das Leid ist eine Lehne, das sagt, dass du bist ein Weichmerker und ein Versprechenhauler. Und ich will besonders an dort denken von dir und ein Versprechenhauler. Vielleicht hast du mal belebt, dass wer die Wort versprechen hat, was da nicht passiert ist. Vielleicht haben die Schaf, die haben die versprechen, und was er denkt für die zu bühen, und das ist nicht geworden, oder wenn es nicht an Tiet. Du hast einen Mann, der klappt wieder eine Lied unter der an, und dann jette früh nur der, und dann sagt er, sie hier, zum jün Toilet fixen. Und dann sagt er, ich habe keinem gefunden, zum jün Toilet fixen. Und dann fragt er, bist du nicht die, mit dem Wolche? Nun sagt er, die trocken hier und Jahr drei fuhrt. Und so, die haben all eben Jahr drei gefunden, und die haben die Ente gesagt, die nur mehr, wenn sie kommen dort down. Vielleicht habt ihr dort nicht so lange gediert, was ich kein Wort für die down, aber wir haben alle belebt, dort uns wird versprochen wird, wird nicht wird gehauen. Einmal in der Familie, vielleicht haben sie Kinder versprochen, uns wird, und die holen dann nicht, die Eltern versprochen, Kinder wird. Einmal passiert es in der Eiche, als wir Kass haben, dann versprochen wir uns zu sein, durch dicken Dänen, und gesund und krank, wird immer alle, wo wir versprochen uns zu sein, für Lebenszeit, aber es ist nicht geworden. Sind andere gewesen, da haben ich immer uns versprochen gehauen, einmal passiert es in der Schaft, er ist eine Zeug. Und wir feiern so, dass das passiert mit Gott. Gott hat Dinge versprochen, und das passiert nicht. Und das will ich ein bisschen von reden von dir, das ist meist ein bisschen eine Anleitung zu einer Botschaft, die ich in August bringen. Aber weißt du, wie sind Menschen wie gleichen und versprechen, wenn das geholfen wird? Und wenn ein Mensch hat ein Geschäft, hat eine Tür, hat uns was versprechen, und er wird gehauen. Ich sage einmal, wir können es vertrauen, in einer Minute ganz durchschielen und dir eine Lebenszeit der Tree abdühen. Und so einmal folgen von Gott im Bitte dort. Heißt nicht ein Versprechen, haula. Wie singen sie es dort, wie singen von dir, dass Leute dein Versprechen bleiben stehen. Really? Wie fallen einmal so, das geht nicht. Und aus Gottes Welt Milch, der Milch eine wunderbare Stadt. Eine wunderbare Stadt, wo der Mensch sein kann. Aber wir weiten die Geschichte, wo Adam und Eva sich versinnen leiden. Und dort wunderbare, was Gott gemerkt hat, wir verdorben. Vielleicht hast du mal was gebüht, und das bloß mal bitte, ich meine, fein ausgekommen. Und das Jahr, der Stab, sagt mal bitte, ich meine, Schmack, oder du hast dir einen Schmackertrag gekauft, das bloß krank, was du wirst. Und die haben sich gleich mit dem Zeiten. Aber nun ist es verdorben, wenn die Heule auf den Stapel aufgenommen oder der Trock ist ja im Pool gejagt. Aber dort, was wir uns versprechen, mal ab ans Kass darf, dort zwei gehen.
Gott kann viele Dinge sein, was würde zu sprechen, nicht erholen wird. Aber wo Dinge zwei sind. Und so wird es mit Gott in der Schöpfung. Er mag eine Schöpfung, aber dann wird es zwei. Und dann du in der Schöpfung, dann verspricht Gott, dass er würde verstehen. Und wir wollen von dir denken, an Gott wird das Wahre tun. Ich will dir nicht wissen, wo Gott das einmal hat getan und wo Gott das Wahre wird tun. Aber du im Garten Eden, du kam Gott und er versprach, dass er den Feind über sie schaffen wird, dass er das Wort in Eng nehmen wird, ganz zu denken. Er sagt, dass du in der Früh, er redet hier zu den Feind, du in der Früh waren die feindlich sein, und du in der Nacht kommen, waren sie nicht leiden können. Hei, das geht nun in der Einzelne, hei wird die den Kopf verwunden, du wirst arm den Haag verwunden. Wir wundern an jemanden beten, okay, so ein Pfarrer steht, von was redet ich würde gleich in der Vermehrung hier reden und das, wenn das Pfarrer ist voll von allen Dingen. Aber ein Ding, wo ich an denke, ist, die nun kommen, like in der englischen Bibel, du hast dort klarer, dass die Früh er nun kommt und den Feind sie nun kommen. Und in der Früh er nun kommt, der darauf eine Person. Und wie weit von der dort Jesus, aber dann wissen sie nicht, wer die Person wir. Die Geschichte, die wir sagen, uns, dass jüdische Frühes für 5000 Jahre, sie träumen, dass sie würden die Mama sein zu den Messias. Besonders, als es ist klar wird von dem Sturm und so weiter. Aber den Feind sie nun kommen, wer ist dort? Und ich wundere bei mir im Bett, meint dort auch, dass er drauf geht, nur eine Person. Und das ist ein Thema, wo ich wovon reden, da in August. So, dann kann ich drei kommen, aber von der Thema mitreden. Aber Gott verspricht, dass da wird einer kommen und der wird den Feind überwinden. Aber das passiert gleich. 5000 Jahre halten sie sich an das Versprechen. Und immer war er, jäuft Gott das Versprechen. Und immer war er, passiert auch nichts. In ein Jahr, noch ein Jahr, 40 Mal 100 Jahre für jeden. Und immer mehr Versprechen. Immer verschiedene Dinge. Ich will den Sohn von den Versprechen von der Wiesen. Und wie kann von der Trittchen und sagen, dass es passiert, aber sei König, wie entweder ein Versprechen, was never passiert. Tausende und tausende Menschen sterben und es passiert never. Und welche Wiesen von der in der Leo? Für 2000 Jahre habe ich all geredet von, dass Jesus kam zurück. Für 2000 Jahre haben Christen geglaubt, an meine erste Generation würde passieren. Passiert never. Und so dann einmal, ich habe Anschluss und ich habe so den, ich habe passiert anyway never. Ich war so da und sag, weil ich war dort da und war ich, weil es passiert anyway niemals. Gott sagt es dort in Jesaja 46, ich sage von fern an, was passieren soll, und habe von Jahr her gesagt, was kommt wird. Das ist, was Gott hat. Da ist die ganze Bibel. Wir haben in der Bibel, wenigstens ein Drittel von der Bibel als Prophezeiung. Ich weiß, in unserem Mennonitentum haben wir wenig von dort gepredigt. Das ist ein großer Fehler, glaube ich. Aber die Bibel ist voll, voll von Prophezeiung. Voll von, was Gott sagt, was da kommen wird. Und nicht bloß, dass der Jesus zum ersten Mal wird kommen. Ich höre noch einen Lehrer einmal und gleich seine Lehre. Und er sagt, dass für jede Prophezeiung, dass Jesus zum ersten Mal wird kommen, habe acht Prophezeiungen, dass er wahr kommt. Aber die kommen never. 2000 Jahre haben jede Generation Graufrasch reden davon, Übergraufrasch. Und das passiert gleich. Aber Gott sagt, ich sei, was er kommen wird. Und sei noch wahr, was ich geplant habe, was ich vor ich merken und dort, wo ich mit mir vorgenommen habe, wo ich dann. Und so Gott sagt, ich sei, was er kommen wird, ich habe mich vorgenommen, was wird passieren. Und so die Frau von uns ist gläubig dort. Und weißt du, 300 Prophezeiungen von dem Messias. Über 300 Prophezeiungen seien schriftlich leider uns, dass der Messias wird kommen. Some sind klarer als andere. Aber die Bibel ist voll von Prophezeiungen. Gott ist voll von Versprechen. Und dort kommt drauf an, einmal, dass wir so denken, das passiert anyway never. Da wird niemals sworn. Und sag mal, die 5 Prophezeiungen geben, was sei ja spezifisch werden, oder was sei ja in Detail können sein. Eint ist, dass die wird in Bethlehem geboren worden. Aus der Weise meiner nur Jerusalem kam und früher wusste ich nicht, dann wissen die jüdische Lehrer, korrekt, wo sie hingehen sollen. Und so sie gehen nur das falsch. So sagt, aber du Bethlehem, Mann der Ephratita, wenn du auch einer von den kleinen Familien in Judah bist, von die, wo die kommen, der über Israel der Lehrer sein wird. Heuer ist die, dem sie in Anfang und sie in Aufsturm
von lang her, ihr wisst das und so. Die jüdische Lehrer, sie gingen nur den Farschen, sie sagen, das, was Gott gesagt hat, das tut er. Gleich Josh McDowell, das ist ein Schreiber und ein Redner, wo ich mal von Jahren drei habe gelesen und gehört. Und er sagt, dass Jesus sein Geburt oder sein Leben dort war es eine Adresse fergestellt. Und welche, wie haben eine Adresse? Die haben eine Adresse. Und du kannst entweder von China, von Russland, von wo immer, kannst du was ordern, und das kommt gerade nur deine Adresse. Wenn dort so abgestellt, dass der ganze Welt gibt, bloß eine Adresse uns dienen. Und er sagt, so ist mit dem Messias. Und er hat durch eine lange Striebdinge, was die Bibel sagt, und immer sozusagen immer schmaler und schmaler und schmaler, was er schließlich verdient, der steht. Und so Gott hat versprochen, dass er kommt drei. Und heute, das würde in Bethlehem sein, und dort würde es schwer, aber dann ist das gejefert. Dann ist Mika sehe, dass er in Bethlehem sein, dann wird er noch nicht. Und das wird hunderte Jahre fährt er irgendwo wieder. Da wird gesagt und geprophezeit, dass er wird von Abraham kommen. Und welche Abraham lebt 2000 Jahre fährt, und so, da wird ein Versprechen für lange Zeit. Das sagst du, ich war die Sehnen, und ich war ein Fluch auf dich bringen, den Fluch auf dich bringen, und durch die waren alle Fälle ja auf ihr gesehen. Na, in das Fall denken wir so, okay, was du von Messias bist. Aber Luther, der Paulus der Topping sagt, das versprechen, dass alle Fälle ja waren durch die gesehen, wenn er dies nur Jesus. Und so wären andere Versprechungen zu Abraham. Dort sagte Matthäus einfach, das ist das Bild von der Geschichte von Jesus Christus, der von David stamm, der von Abraham stamm. Und so, als Jesus ist geboren, wir sehen diese drei Blätter und sehen, er kam durch Abraham. So, da war der Prophet seit vorher in Wohndarpe, wo geboren sind, und von wohnen Familie. Da war doch der Prophet seit, es wohnt Sturm, 12 Stamm von Israel, und auch es wohnt Sturm, der wird kommen. Das heißt, es steht in 1. Mose 49, der Königstag wird nicht von Juda genommen, sein Regierungsstock wird nicht verschwingen, aber der Reich soll gekämpft. Und dort war er nur den König, was er wird kommen. Na, weißt du, wenn die ein bisschen was kennen von dem Volk Israel und von der Jesus beirrt wird, dann weißt du, dass die Juden nehmen das nicht really an. In einer Ursache, wo sie nicht deuten, wir wären sei Lüden nun König. Und weißt du, Jesus wird geprophezeit als ein König. Das ist ein Thema für sich allein. Ich war ein bisschen antasten, wenn ich von dem rede. Aber das erste Messias, das sind zwei Gläser von Prophezeiung im Alten Testament. Eine Glas weiß in Messias, was er wird leiden, der wird sterben. Der andere Glas weiß in Messias, was er wird regieren. Und weißt du, das kommt noch. Das ist nicht das einzig, was er sprach. Bloß, das einmal die Zeit ist verschieden. Aber er wird von Judah kommen. Noch ein Ding, was geprophezeit wurde, dass er auf David seinen Thron setzen. Auch war eine Prophezeiung, dass er ein König sein wird. Das heißt, sein Machreich und der Frieden und ihr Arm wird unendlich zunehmen. Er wird auf David seinen Thron setzen. So, das wird eine Prophezeiung von Ole Bund, dass er auf David seinen Thron setzen. Das ist, was Israel will. Das ist, wenn Jesus seine Jünger, zu Jesus früh, noch zu der letzten Minute, wusste er nur, dass der Reich Israel war abzahlt. Wenn das wie ein Traum, dort haben sie von klein an gelehrt und dort lüden sie noch. Und zwei Sachen sind direkt abbrechen und dort wird Reiches von Union und ab immer regieren. So, er wird Reich regieren, er wird ab immer regieren, aber er kämpft von David seinen Thron. Lukas sagt, der wird groß sein und in alle Hessen sind Sehen genannt worden und Gott, der Herr, wird an seinen Vater David seinen Thron geben. Das ist, was der Engel sagt zu Maria. Was er sagt, du wirst ihn sehen haben. Und das wäre was sein. Und das, wo werden sie lüden, nur ein König, sie lüden nur ein Messias. Noch ein Ding, was geprophezeit wird, dass er ein Stern in der Wildnis sein. Und weißt du, das ist interessant, dass vor Jesus kamen wir in der 500 Jahre ungefähr, wo keine Stern wir. Da war dann einmal die 500 Jahre Stelle Jahre genannt, du wärst kein Prophet in Israel. Sie lüden und Prophet, und dreimal hastig. Aber der Stern in der Wildnis, das heißt, es steht, der Strich eines Sterns merkt einen Stich in der Wildnis vor dem Herrn, merkt einen Glickenweich in der Wildnis, vor unserem Gott. Und so,
Dit zijn bloos vier versprekingen van zeer veel wat er je worden. Wat weet je, 5000 jaar verspreken in China Messias. Nou, wie zijn nu 2000 jaar waard van Jezus in gestorven en opstaan? En wie blijven al eenmaal zo'n mens, jede generation redt ervan, passiert je never. Zij deiden 5000 jaar. En zo 5000 jaar verspreken in China Messias. En weet je, van Malachi, zoals ik zei, bij Matthäus, zijn 500 jaar. In deze 500 jaar, door we zeer veel aru im land, dat weer niet stelle jaren, wenn du nicht krieg, weer zo'n dingen. Ik wil gleich in de Geschichte ganz vertalen, mij interessiert die Geschichte. En we waren een beetje van reden, maar wanneer ik eerst van de Time had alle predigen, daar im August, wil ik ervan reden. Aber wenn ihr wollt lesen, lest Daniel Kapitel 2, Daniel Kapitel 7, Daniel Kapitel 11, sind alles Timers, was von diesen 500 Jahren im Bett verdorrt sich handeln dann. Aber Gott verspricht ein Messias, aber das passiert never. Und dann bei einmal ein Tag, wie ein gewöhnlicher Tag, die Sonne wie abgegangen, du in Jerusalem wie ein Tempel, du wie der Arbeit, und das heißt, dass du wir in der Zeit, als Herodes König wie in Judäa, de priester Zacharias van Abijah zijn dienstgroep. Nou weet je, de priester waren van David, ken ik David, had de priester mal ingedeeld in 24 groepen. In deze 24 groepen, die dienen in jeder groep, dienen tweemaal het jaar, en maar voor een week op eenmaal. En zo deze week, nu weer op deze Abijah zijn dienstgroep, en Zacharias weer poort van de groep. En zo dat we in de weinige dag, ze waren in Jeruzalem, en ze vonden aan met haar arbeid. En zij deden een los, iedere dag een los schmieden. Dat zei ze dit. En eenmaal, als dat aan zijn ordnung wie, also aan Zacharias zijn groep, dat zij moesten door deun voor een week, dat priester om voor God te verrichten, zo is de priestertum dat verlangt en dat los, dat valt op Zacharias. So wat zij deden, als ze wilden lossen, Tim zijn wonen van de priester met een tempel naar gaan, Tim dat ruikoffer brengen. Ze hadden daar een kleine altaar, en daar boven deden ze ruikoffer brengen, dat weer zoals van ze incense branden, dat weer zeer schijnen rekken de ruik. Vielleicht daar je nog maar zo'n jen hieser. Maar ze hadden de topgerierde spetserij, namelijk dat, topgerierde gruins, wat ze voor dat brukten, dat weer besonders voor dat, dat kunt zes noenig gebruikt worden, dat is bloos door. En zo, jeder dag wouden ze een last tragen, en dan een priester, wie man dat traf, die kon den dag gewoon dat ruik opverbrengen. Jeder priester kon maar eenmaal in de levenstijd dat doen, wanneer weer een veel priester in Israël te tijd. En zo, des dag, als dat last wordt getrokken, dan traf Zacharias dat. Dat weer een gewöhnlicher dag, aber dit last mag het al een beetje besonderer dag, wen dat weer nog niemals euer en arm gewas. En zo hij jet in een tempel naam. En weet je als hij doet in een tempel naam jet? En ik stel me zo vaak, wanneer hij wat hij hoort hem. Ze moesten koel nemen door van een altaar. En dan dat met dat tijden ze dat aansteken. En dat het verschweelt. En zo als Zacharias doet naam jet, dat zijn gewenige dag. Weet je, de zon weer een dag opgegaan. Toen weer een vlecht wolken, dat luurde naar een. Vlecht zorgen dat buiten van. De mensen stonden er aan de tempel. En ze moesten er buiten staan en luren, wat de priester er ben weer. En had ze een ruik op haar doorgebracht en dan zei maar waar er uit. En dat Zacharias toen nende ik, weer een gewenige dag. En als hij door bij den altaar staat, dan zag ik de schrijf van dat plaatselijk stond door een engel. En weet je, de punt waar ik wil merken is dat wij leven iedere dag in een gewenige dag. De zon die gaat op, de zon die gaat onder. En wie denkt, dat is het nu al vers 8000 jaar was, al 2000 jaar nu Jezus, gaan ook hier een generation reed van dat Jezus vertrek om de champion hebben. Maar wie een gewöhnlicher dag, en bij eenmaal hastig, boom, dan weer het door, dan zijn met eenmaal, in een ogenblik, de schrift zegt, Jezus wat komen in de twinkling of een eye, in die kleine plinker met die ogen, zo hastig. Je weinelt je dag. Du zet op die tractor en die truck. Of du bist met die novia toe. Of je voert een date te onkast. Of je speelt met je kinder.
Er ikke sammen i en grøds i din hus. Hvor er det er, så bare med en puff, en umlæg, er så du. Jeg ved, at de mennesker stønder bytten i tempel, og kjenner hvis, hvor det fjerde ikke en Zacharias, vi ved, det er sikkert, har glede at gå så rækken, og kunne ikke reden, luder, og bare med en mål. Og det er det punkt, hvor jeg vil mærke for nu. Gott har versprochen. Aber ich kann nicht. Weil ihr hängt das Wort, hängt das, sind 5000 Jahre versprochen. Was never passiert. Menschen haben abgegeben. Viele Juden bleiben gleich mal so reich an den Messias und wir sind gleich reich, dass die kommen wieder. Wir sind von der Unter vor, dass wir so denken, ha, passiert anyway never. Da haben wir von Klein und gehört, meine Großfrösche reden da einmal von. Oh, weil ihr 100 Jahre drei, 1000 Jahre drei, 2000 Jahre drei reden soll von der Zalzje Timer. Mit einmal. Nur 5000 Jahre, mit einmal, puff, wieder durch. Und von durch fängt es busig unterdrehen. Und saß man at Luther, dann war die Zalzje Engel und Maria geschickt. Und die seht, die war schon sehen, dann war Johannes geboren, dann war Jesus geboren. Johannes fängt an zu predigen und zu taufen. Jesus fängt an zu predigen. Und Jesus, 33 Jahre Luther, hängt Jesus am Kreuz für mich in deinen Sinn. Er wird begrüßt, er stand von dort ab. Wie jeden seine Jünger, er fuhr Tränen und Himmel, schreckt den Heiligen Geist, die Kirche fängt an. Alles bei einer Karte tät. Aber weil ihr fahr die Karte tät, fahr dem, was der Stein busig herall, wie in der Feier dieses Jahr, was der Stein ganz stauchelt. Dort felsig so die Deine. In Ekstalm ist es fair, da wenn Jesus wird kommen, in der Schrift sagt, dass wir waren am Bejenen, und wollten, wir wollten ein Augenblick sein, die Person wird bloßen, die Dautes waren abstunden, wir wird leben, wir waren umgeändert worden, ich wünsche mir, ich lebe dann, wenn das passiert. Erst nur die erste Botschaft verredet mir ein Geist, und er sagt, hey, bete durch jeden, dass Jesus nicht wird kommen, und er will noch mehr Dinge tun, ich dachte, wir müssen am erst mal rücknehmen. Aber anyway, wir lüren uns ihn kommen. In der Schrift sage ich, in einem Augenblick, da wird bloß bei einmal, buff, dann steht der Engel da, besiegt den Altar, keiner hat abgeräten, da werden Joel gedacht, die Sonne wird abgegangen, und wir haben Frühstück gegeten, und dort opferst die Stunde nachher, aber immer alle wir, aber wir werden Joel gedacht. Und so wird es sein. Jesus sagt, meine steht so, in der Dale von Noah, sie befrieden, Leuten sich befrieden, starben, waren begrüßt, das Leben ging wieder, Joel gedacht. Aber einmal wird du. Und so habe ich entschlossen. Und so Versprechen von Trägung, das geht wieder. Viele Prophezeiungen, das Jesus sagt, und wann ich hingehe, das steht für jeden Reut zu merken, wo ich zurückkomme. Aber das never. Das ist, was wir denken. Yeah, right. Hast du lange Träg versprochen. Like, wo bist du? Petrus sagt, erstens muss ich das verstehen, dass in der letzten Zeit später kommen wollen, das, wo wir von der wohnen. Später wird sein, ha, Juden glauben an Jesus und dass er wird zurückkommen, wenn wir das Wort sagen, ihr habt. Und so Menschen glauben da nicht mehr, viele, viele Menschen drehen weg von das. Kommt anyway, never. Oh, weißt du, wir hatten ja 2000 Jahre von dir redet. Never happens. Und so ich sage, die wollen später kommen, die so leben wollen, aus ihrer eine Last entrieben hat. Und so sie wollen. Sie waren sein. Was waren die sein? Wo bleibt er mit seinen Versprechen, Wahrheit zu kommen? Das wird er sein. Das ist, wo wir von dir sind. Und so, das Versprechen steht. Das, was wir sagen, dein Versprechen steht. Wir sehen, du bist ein Versprechen, Hola. Aber weißt du, das kommt darauf an, dass uns Leben ist Druck. Dinge gehen wieder. Wir haben all immer von geredet. Passiert never. Und wird never passieren. Und dann einmal dann verlieren wir uns weich. Und so ich will den Mut merken von dir. Wir leben auch wahr, dass wir leben in der letzten Zeit. Und dass die Teken sind alle durch. Jesus sagt nur, die beste Dinge, was wir können checken. Wir wollen davon reden. Luther. Aber hey, Champ, gleich. Wenn ich so denke,
da vi full war, Jesus fortalte Blicknis von dieser Arbeit, die waren full, fangen zu trinken, wenn ich höre alle, wenn die Wirt schon verhebt euch drin. Na, aber jetzt wird noch lange weich geblieben. Das wird noch niemals passieren. Das ist bloß ein Ding, was die Christen sich gut gedacht haben. Das ist bloß ein Ding, was sie für sich nicht bloß anzugrühen. Aber Jesus wird zurückkommen. Er wird das wahre tun. Und wenn wir nicht ans Glauben verlieren, er wird das wahre tun. Petrus sagt, wie überholen uns und Gott sein Versprechen. Tja, wie dort sein. Wie holen uns und Gott sein Versprechen. Und wir wissen, dass ein langer Zeit vergehen. Wir wissen gleich, wann etwas sein. Gott hat versprochen. Und wenn wir dort versprechen nicht mehr annehmen, dann haben wir sozusagen Gott zu sich geschoben, sein Gott zu lehnen. Und so Petrus sagt, wir überholen uns von Gott sein Versprechen. Really? Dobe? Tja, wir sagen Amen zu das Wort. Halten wir uns von Gott sein Versprechen. Aber wie wir wollen gleich haben, dass er soll kommen werden. Wir wollen uns erst mal befreien und wollen dort die Altmärkten oder was immer alle, nicht? Aber Gott hat gesagt, er kommt wahrer. Wenn wir nicht so denken, dass was nachher passieren, 4000 Jahre und bei einmal hostig wird du, die wollen ja da. 2000 Jahre, bei einmal hostig wird die Person bloßen. Die Dosis wurden abstrahlen, wir waren umgeändert worden, sagt Paulus im Korintherbrief. In einem Augenblick, wir waren Jesus begehen, wir waren immer bearm sein. Und wisst ihr, das sind viel Prophezeiungen, wo wir können von reden, wo Gott versprochen hat, er wird kommen. Wenn du Jesus kennst, dann bist du bereit für das Versprechen. Kriegt uns von dir was, der nächste Weg. Du brauchst nicht ich mal sein, dass du wirst kein vollkommen sein. China von uns aus. Bitte auch. Nein, just kidding. China aus. Aber wenn du Jesus kannst, dann bist du reut. Und so, wenn du nicht Jesus kannst, und ich sage einmal, von der ersten Tag, es ist das ganz gefährlichste Leben, als sind, was wir ohne Jesus leben. Wenn der Tag, der jeweilige Tag kommt, wo der Primal Wort so zu sein, abhoffen, und dann wartet du sein. Und wenn du Jesus kannst, dann bist du reut. Sogar wenn du nicht ganz vollkommen bist. Aber weißt du, wenn wir Jesus kannst, und wir sind in Arm, heißt uns Erlöser, dann lautet von dir und Marach sein, der nächste Weg. Und weißt du, da hat Gott bloß zu tun, mit, wenn er Jesus zurückkommt. Für Knallschmerzen, wie dieser Weg bei einmal so steht, wird er durch. Puff bloß bei einmal atmen, dann wird der Engel durch. Wir warten für Steve, wird er zerstört, bei einem Bang, und dann wird er durch. Und für viele Menschen ist er zerstört. Wenn ich mal denke, vielleicht so weit sagt, wo hat mein Storbad? Ja, aber jetzt nie halt nicht tief, nur mal gehst mal aus euer Schaufen, all das. Ich war mein Storbad. Das ja viele Menschen, was bloß in einem Augenblick. Man hat ja so eine, was ich erkranken bad, aber ich kann machen mit so einem Menschen, die reden, die sagen, ich mag nicht fahren, er hat mich bekehrt, dann würde ich nicht haben. Und so werden wir nicht so denken, das passiert never. Gott findet auch erst noch nicht. Aber Gott sein Versprechen bleibt stehen. Amen. Wir sind von dir, wollen uns an das Versprechen holen. Amen. Wollen wir noch top beten. Und zum Beispiel, Fura, Dankeschön, dass du hast versprochen, die Kämpfswara. Du hast versprochen, du wirst uns in dieser Welt rüttraden. Und Herr, du wirst in Himmel in die Erde mehr, was uns wird interessieren. Wir haben einmal Bilder an uns sehen, von wo wir sehen, aber wir können es nicht mal feststellen. Und so ich bete, Herr, für jeder eine von uns hier, für die, die an Livestream sind, halb uns vorzuhören und das Versprechen, dass du wirst kommen. Vielleicht passiert es dieses Werk, Herr, finde ich auch. Aber wenn wir an Jesus bleiben, wenn wir reit sind, in Gott kämpfen wir. Amen.